16 Jahre alt und der darf schon Auto fahren? Okay, Auto ist vielleicht untertrieben. Formel 1? Der hat noch nicht mal einen Führerschein. Max Verstappen ist der jüngste Formel 1-Fahrer ever. Ab nächsten Jahr wird er für Red Bull mit 300 und mehr über die Piste düsen. Leichtes Upgrade vom Kartfahren, das hat er nämlich bis jetzt gemacht. Vielleicht hilft er eine Dose Energy davor. Am Vorrat sollte es ja bei dem Rennstein nicht hapern. Sein Vater war auch schon Formel 1-Fahrer, scheint also in den Genen zu liegen. Teamchef Franz Trost meint gar, das reine Fahren auf der Strecke ist für den Burschen keine besondere Herausforderung mehr. Okay, der hat wohl ordentlich Eier. Dann mal schön in die Muckibude, bis es losgeht, Jüngchen. Formel 1-Fahrer brauchen kräftige Halsmuskulatur. Da hast du noch Bedarf, sonst Kopf ab. Mehr Themen gibt es wie immer auf dem Kanal. Fluppy out.